Gut, dann weiter Richtung Naturfreundehaus. Wir sind am Naturfreundehaus. Und da geht es für uns vorher rechts rein in den Steig zum Brünnstarhaus und zum Brünnstar. Ja, vom Naturfreundehaus der Weg, der geht an so einem Gramm mehr oder weniger rauf. Und ich habe den Eindruck, dass der, wenn es feucht ist, fast schlechter zum Gehen ist als die Variante weiter vorn über die Bergwachthütten rauf. Wir kommen schon zur Herrenalm und da geht es für uns, man sieht ein paar Vorläufer, weiter. Noch einmal durch den Zaun durch, dann gehen wir schon Richtung Himmelmoosalm rauf. So, wir kommen schon rauf auf die Himmelmoos und gingen gleich vor dem Zaun und dann gerade rauf zu dem gelben Schuldel. Wir sehen schon rauf zum Brünnstar. Da ist schon ganz schön was los. Nachdem wir uns an dem Schild rechts orientiert haben, kommen wir zur nächsten Alm. Jetzt halten wir uns links und folgen dem Brettersteig. So, jetzt kommen ein paar Serpentinen. Da ist es leider immer ein bisschen feucht. Mal schauen, wie es da heute ausschaut. So, wir kommen jetzt rauf, da wo es rechts zum Brünnstarhaus runter geht. Wir gehen natürlich gerade weiter zum Brünnstar rauf. Daher hat das Video dasselbe Ende wie vom Brünnsteinhaus zum Brünnstein.
So, jetzt gehen wir schon an die Stelle rauf, wo dann ein paar Mal auf der einfachen Variante auch ein Stück als Stahlseil drin ist und ein paar Stufen. So, die letzten Meter zum Gipfel über den Normalweg rauf. Schmeißen wir noch einen Blick in die Kabine rein. Und dann gehe ich noch weiter zum Kreuzhumme. So, ich bin auf die letzten Meter zum Gipfelkreuz. Der Brünnstor. Eine von meinen Lieblingstouren. Hinter mir sieht man nochmal zur Kabine über. Da sitzen fast alle. Für mich ein wahnsinnig schöner Berg. Ich zeige jetzt die andere Seite von der Aussicht noch. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen, vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.